Ich bin ja 1980, als ich in Koblenz stellvertretender Kommandeur war, gab es eine Situation, wo wir mit dem Offizierkorps, unserem Militärpfarrer, auch das Thema Widerstand besprochen haben. Auslöser waren damals die NATO-Doppelbeschlüsse und alles, was damit zusammenhing. Und da kam natürlich auch das Thema auf den Widerstand. Und im Jahre 1980 gab es auch noch konkret einen Offizier, der in dieser Runde bei dem Thema 20. Juli sagte, das waren alles Verräter. Das muss man einfach mal, sicherlich ist das nicht repräsentativ gewesen, aber das kann man im Grunde genommen auch nachvollziehen, dass unsere Gesellschaft, unsere Politik auch in der Bundeswehr eine Reihe von Jahren gebraucht hat, um überhaupt sich dem Thema Widerstand und der Hintergründe und Zusammenhänge überhaupt zu widmen, bis zu dem Zeitpunkt, wo heute ja die Angehörigen des Widerstandes, Männer und Frauen des 20. Julis, auch für die Bundeswehr traditionswürdig geworden sind. Wie haben Sie auf diese Aussage reagiert? Ich hatte bis dahin niemanden großartig etwas über meine Familiengeschichte, speziell über die Zusammenhänge um meinen Vater und den 20. Juli gesagt, weil ich immer der Meinung war, dass das nicht mein Verdienst ist, was er da gemacht hat. Ich wollte nicht in den Geruch kommen, dass ich mich mit irgendwelchen Federn schmückte, die mir nicht zustanden. Und in dem Augenblick habe ich einfach beschlossen, jetzt offensiv mit dem Thema umzugehen. Ich habe diesem jungen Mann damals lediglich gesagt, man sollte in seinem Leben nicht über Menschen urteilen, zu deren Zeit man nicht gelebt hat. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, wie sie und warum sie zu welchen Entschlüssen gekommen sind. Ich kann Ihnen nur sagen, mein Vater, das war wortwörtlich meine Antwort, ist am 13. Oktober in Plötzensee hingerichtet worden, weil er mit zu diesen Männern gehört hatte. Der war mit Leib und Seele Soldat und er würde was drum geben, wenn er heute mit Ihnen über das Thema diskutieren könnte. Das war das Ende an für sich unseres Gespräches. Wir sind hinterher immer sehr anständig und fair miteinander umgegangen, was mir auch dieser betroffene Offizier immer hoch angerechnet hat, dass ich daraus nicht einen persönlichen Vorwurf entwickelt habe.